kaum rausgeredet. Und die Sachen, die ich schreibe und die ich lese und die Sachen, die ich denke, denke ich im Englischen. Und es ist schwer, und mir fällt es auch schwer, die Gedanken, die ich habe, ins Deutsche zu übersetzen. Ich kann mit meinem Vater, meiner Mutter ganz gut in Deutsch reden, das ist kein Problem. Fußball kann ich auch ganz gut in Deutsch bereden, aber diese Sachen fallen mir schwer, ich werde es versuchen. Und jetzt komme ich auch gleich danach zum Vorwort. Du hast gesagt, ja, Morris hat gesagt, es geht um den Kommunismus, das ist für mich die Sache des Vorworts. Und dann der Zusammenfassung auch am Ende, der Schlussfolgerung. Vorwort. Mein Kommunismus heißt ja erstmal nichts anderes als das lateinische Wort communis. Kommun. Oder wie es im Katholischen heißt, Kommunion. Wo die Gemeinde zusammenkommt. Communis. Marx behandelt die Communis oder die Kommune oder den Kommunismus als Bewegung innerhalb falscher Verhältnisse. In deutschen Ideologie. Er spricht von der vom Kommunismus, von der Kommune, als menschliche Emanzipation, die er der politischen Emanzipation gegenüberstellt. Also der politischen Emanzipation spricht er von Zwangsverhältnissen, wo Trennung, gespaltene Gesellschaft, widersprüchliche Gesellschaft, antagonistische Gesellschaft, gespaltene Verhältnisse, wo all das gesellschaftlich ist, was nur als Einheit über Zwangsverhältnis existieren kann, und das diskutiert er als politische Emanzipation. Demgegenüber stellt er die menschliche Emanzipation als die Zurückführung all der Gesellschaft zu den Menschen selbst. Die Zurückführung der menschlichen Kräfte auf die Gesellschaft selbst. Und er sagt in den ganz frühen Schriften, in den Pariser Schriften, glaube ich, ist es, dass Kommunismus nichts anderes heißt, dass die Gesellschaft keiner Abstraktion gegenübersteht, sondern selber ist, sich selbst bestimmt, eben als Kommune, als Kommunis. Und damit Zwangsgesellschaftlichkeit, falsche Einheit oder die Gespaltenheit in der Einheit oder die Differenz in der Äquivalenz aufgehoben ist. Durch den Menschen selbst, durch seine eigene Selbstbestimmung. Wenn man aber allerdings bei Marx da nachdenkt, was heißt denn dann die Bewegung der Negation innerhalb falscher Verhältnisse? Wie konstruiert sich diese Bewegung? Wie weiß diese Bewegung oder wie kann man von dieser Bewegung wissen, dass sie noch nun wirklich negierende ist? Gibt es doch in der kapitalistischen Gesellschaft, in der bürgerlichen Gesellschaft nur eine Realität, und das ist die Realität der bürgerlichen Gesellschaft. Und damit würde auch die Negation Geschäft der bürgerlichen Gesellschaft sein. Gegen die bürgerliche Gesellschaft, aber innerhalb ihrer und ihrer Dynamik darstellen. Die andere Frage, die ich damit stellt, ist die, was Marx in dem Fetisch-Kapitel beschreibt, wo die sinnlichen menschlichen Verhältnisse hier als übersinnliche existieren und nicht die sinnlichen den übersinnlichen gegenüberstehen, sondern innerhalb der Übersinnlichkeit existieren. Der Mensch halt eben sich menschlich verhält als dingliches Verhältnis. Wie kann man sich da über diese Begrifflichkeit der falschen Gesellschaft, der Gespaltenheit, der Zerrissenheit, der Widersprüchlichkeit, des Antagonismus, im Zwangsverhältnis der Einheit oder der negativen Abhängigkeit der Menschen voneinander, der Klassen voneinander, wie kann man sich in da die Negation als Bewegung innerhalb der falschen Gesellschaft vorstellen? Das war das Vorwort. Und nun zum Thema. Ich kam auf das Thema der ursprünglichen Akkumulation ursprünglich in den frühen 80er Jahren, als ich in Bergen, Oslo, über die Fähre nach Kiel, dann Hamburg, dann Paderborn, daher komme ich, Trempen zurückkam, kaufte ich mir ein Buch, beim 2001 Verlag kam es raus von Oskar Negma, Alexander Kluge, Geschichte und Eigensinn. Und in diesem Buch beschreiben die Autoren die primitive, auch schon ist der englische Begriff, die ursprüngliche Akkumulation als etwas Doppeltes. Sie sagen, auf der einen Seite ist es ganz richtig, wie der orthodoxe Marxismus es darstellt, dass die ursprüngliche Akkumulation eine historische Phase des Übergangs zum Kapitalismus darstellt. Also historisch vor dem Kapitalismus liegt und sozusagen den Kapitalismus über die Ereignisse der ursprünglichen Akkumulation möglich macht, über die gewaltsame Trennung der unmittelbaren Produzenten von den Produktionsmitteln oder von den Mitteln der Subsistenz.
Sie sagen, die beiden Autoren, Oskar Negt und Alexander Kluge, das ist richtig. Zugleich sagen sie aber auch kritisch gegenüber diesem dogmatischen Marxismus, der Genesis und Existenzwander trennt. Zugleich sagen sie, dass die ursprüngliche Akkumulation aber auch was anderes sei. Und zwar eine systematische Kategorie gegenwärtiger Gesellschaftlichkeit. Sie sagen in ihrem Buch, dass die ursprüngliche Akkumulation etwas Permanentes sei, dass die Arbeitsvermögen konstituiere. Die ursprüngliche Akkumulation für Oskar Negt und Alexander Kluge in ihrem Buch besagt Formierung, Konstituierung bestimmter Arbeitsvermögen. Arbeitsvermögen, die sie bestimmen als Vermögen, die sich über Trennung darstellen, über Separierung, die eine gewisse Trennungsdynamik haben, eine gewisse Trennungsstruktur haben. Sie sagen auch, dass das Kapital auf der ursprünglichen Akkumulation fundiere. Und dass das Kapital, sagen sie, eine Trennungskategorie darstelle. Eine Trennungskategorie, die sich über die systematische Konstitution der ursprünglichen Akkumulation im Kapitalbegriff artikuliert. Ich selbst habe versucht, über diesen Begriff der primitiven, der ursprünglichen Akkumulation zuerst 1988 zu schreiben, dann nach langer Verzögerung wieder in 2001 im englischen Journal, das heißt elektronisch, heißt der Commoner. Und das war mit Rückblick auf die dann existierenden Diskussionen bei der US-amerikanischen Gruppe Midnight Notes, der italienischen Autorin Maria Rosa della Costa, die in den 90er Jahren über die ursprüngliche Akkumulation schrieben, als etwas, das sozusagen der imperialistische Effekt der kapitalistischen Akkumulation in den sogenannten Dritten Welt- oder Entwicklungsländern darstellt. Der David Harvey sprach später in seinem Buch über die Globalisierung ähnlich, dass die Kapitulation über das Moment ihrer Dynamik, ihrer Expansion dahingehend wirke, dass die primitive Akkumulation oder ursprüngliche Akkumulation in Bereiche aktualisiere, die bislang noch nicht in den kapitalistischen Bedingungen, wie es heißt, sich reproduzieren. Diese Sichtweise selbst geht natürlich auf Rosa Luxemburg zurück, die argumentierte, dass die ursprüngliche Akkumulation historisch ungleichzeitig voranschreitet. Einmal als Bedingung, als Begründungsbedingung, Genesis, kapitalistische Produktionsweise, und dann als imperialistischer Effekt der expandierenden Akkumulation, dass also die kapitalistische Akkumulation in den Metropolen immer wieder Bevölkerung bedarf, die sie zu proletarisieren habe, um Märkte zu bekommen und so weiter, in Gegenden, die noch nicht der kapitalistischen Produktion subordiniert worden seien. Und diese Diskussion von Midnight Notes, von Maria Rosa della Costa und auch von David Harvey, gehen ganz, ganz deutlich meiner Meinung nach auf Rosa Luxemburg zurück, auf ihre Fragestellung und ihre die Argumentation, wie sich expandierende Akkumulation erhalten kann, trotz Krisentendenzen innerhalb kapitalistischer Metropolen. Dann habe ich wieder über die primitive Akkumulation geschrieben in 2002, diesmal allerdings über den Klassenbegriff. Die Frage da war, dass ich, weil ich sehen kann, der marxistische Klassenbegriff weniger mit Marx zu tun hat, sondern sich über Max Weber auf Adam Smith orientiert. Bei marxistischem Klassenbegriff oft hat man das Gefühl, es gehe darum zu sehen, wie die Marktsituation der verschiedenen Akteure sich darstelle. Die Situation oder die Klassendefinierung oder der Klassenbegriff der Marktsituation geht natürlich auf Weber zurück. Und man kann ihn auch in Adam Smith finden. Adam Smith sagt, die objektiven Klassenbedingungen seien die, wie die verschiedenen Bevölkerungsgruppen ihre Revenues bekämen. Lohn, Lohnarbeit, Profit, Stock, Kapital und Zins, halt eben der Landbesitz. Marx kritisiert diesen Begriff der Marktsituation oder der Idee, dass Klassen sich über die Revenue organisieren. In Kapitel 48 im dritten Band des Kapitals. Und die Frage, die ich in dem Beitrag stelle, ist, wenn man sich überlegt, wie Sozialität konstituiert ist,
wenn die marxistische Fragestellung die ist, wie organisiert sich die sozialen Verhältnisse als Verhältnisse des Stoffwechsels mit der Natur zum Zwecke der Reproduktion, zum Zwecke der materiellen Reproduktion, oder wie organisieren wir als Gesellschaft das, was wir zum Leben brauchen, Kleidung, Häuser, Wohnraum. Wie organisieren wir unsere Arbeit, um das, was wir brauchen, zu bekommen? Das ist ja die eigentliche Fragestellung der materiellen Revolution. Dann ist der Klassenbegriff natürlich derjenige, also denke ich mir, dass die Gesellschaft in ihrer Stoffwechsel mit der Natur die Arbeitsmittel oder die Subsistenzmittel von genau der Arbeit, die diesen Stoffwechsel betreibt, trennt. Das also dann, wie ich 2002 in dem Artikel über die Klasse argumentiert habe, der kapitalistische Klassenbegriff nicht einer der Marktsituation sei, sondern der kapitalistischen Organisation der Reproduktion, klassenspezifisch, als Trennung, als Trennungsenergie, als Spaltung, als Zerrissenheit, als Widerspruch, als Konflikt. Ich komme dann wieder zurück auf die primitive Akkumulation in meinem Beitrag in 2004, wo ich mit anderen Leuten kritisch über das Boston-Buch, wie heißt das nochmal auf Deutsch, Herrschaft und Zeit und so weiter. Ja. Und in dem argumentiere ich, dass die primitive Akkumulation, also die Trennung oder die Verdopplung der Gesellschaft, die Widersprüchlichkeit der Gesellschaft sich einheitlich darstellt in der spontanen Marktorganisation beispielsweise. Das, was die Orthodoxie am Kapitalismus kritisiert, dass der Austausch anarchistisch sei, irrational, ungeplant, unvorhersehbar, ist marxistisch ausgerückt, hier eigentlich die unsichtbare Hand von Adam Smith beschrieben. Und dass diese unsichtbare Hand, diese Übersinnlichkeit, diese Zerrissenheit, diese Irrationalität, diese Anarchie des Marktes, die Erscheinung der Trennung ist. Die Erscheinung der Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln. Was in anderen Worten die Kategorien der politischen Ökonomie Trennungskategorien sind. Und dass politische Ökonomie, ja, Ökonomie oder eine Theorie der von der getrennten Gesellschaftlichkeit darstellt. Und nun zu diesem Papier. Das kommt in englischer Sprache dieses Jahr in einem Journal der Science and Society in Amerika heraus. Das Papier beschäftigt sich auf der einen Seite mit der merkwürdigen Dialektik, dass primitive Akkumulation, also ursprüngliche Akkumulation, Trennung der Produzenten von den Subsistenzmitteln und Produktionsmitteln, auch zugleich als Resultat kapitalistischer Gesellschaftlichkeit dargestellt wird. Also Voraussetzung erscheint als Resultat der eigenen Bewegung, der konstituierten Bewegung. Und das sehe ich mir an. Was heißt es zu sagen, dass die historische Voraussetzung jetzt Prämisse der Gesellschaftlichkeit geworden ist? Dass die Gesellschaftlichkeit des Kapitals auf Trennung beruht und Trennung als Resultat hat. Ich argumentiere in diesem Abschnitt, wo es um die primitive Akkumulation als historische Voraussetzung geht, dass sollte man argumentieren, dass die primitive Akkumulation oder die ursprüngliche Akkumulation nichts anderes als geschichtliche Voraussetzung ist, dass dann man ein teleologisches Bild hat. Als würde die primitive Akkumulation, der Grund der primitiven Akkumulation der sein, den Kapitalismus hervorzuführen. Marx sagt irgendwo, ich glaube es ist in Anführung, einlautende Grundrisse, dass der Mensch, sagt er, die Struktur des Affen erklären können, aber der Affe könne nicht die Struktur des Menschen erklären. Also hat der Affe, wie es heißt, den Menschen nicht in sich drin als evolutionäres Ziel. Wenn dem so ist, dann ist die Signifikanz der Begrifflichkeit der primitiven Akkumulation nicht historisch,
sondern als die Begrifflichkeit der Signifikanz der primitiven Akkumulation die kapitalistische Organisation. Die kapitalistische Akkumulation erhält oder eliminiert die primitive Akkumulation, nicht umgekehrt. Die primitive Akkumulation erhält nicht die kapitalistische Akkumulation. Wäre das der Fall, dann würde das marxische Beispiel des Menschen und des Affen nicht stimmen. Der Mensch erhält den Affen, der Affe erhält nicht die Dynamik oder die Struktur des Menschen. Der Affe hat den Menschen nicht in sich drin. Die Signifikanz für uns, jetzt wieder auf die ursprüngliche Akkumulationskommen, der primitiven Akkumulation, der ursprünglichen Akkumulation, ist die existierende Gesellschaft. Und sieht man sich den Marx an, aus dieser Blickrichtung, dann findet man ganz merkwürdige oder erhellende Zitate. Und diese Zitate sagen eigentlich, dass die Genesis, die ursprüngliche Akkumulation, Prämisse der kapitalistischen Kategorien ist und Resultat ihrer Expandierung darstellt. Also sagt er, ich zitiere hier, Zitat habe ich jetzt erst aus Deutsch ins Englische und jetzt setze ich es zurück vom Englische ins Deutsche, also viel geht sicherlich verloren dabei. Aber das Zitat ist in dem dritten Band der Theorien des Mehrwerts zu finden, wo er sagt, die Trennung der Arbeitsmittel von den Arbeitern ist das Fundament des kapitalistischen Produktionsprozesses. Foundation, Fundament, Basis. Er sagt ebenfalls in den Grundrissen, der kapitalistische Austausch besteht auf der Grundlage der Eigentumslosigkeit des Arbeiters. Dann sagt er im ersten Band, das Kapital reproduziert die Perpetuierung des Arbeiters, des doppelt freien Arbeiters, als Grundbedingung kapitalistischer Wirklichkeit. Dann sagt er wieder in den Theorien des Mehrwerts, wiederum der dritte Band, die Arbeitsbedingungen konfrontieren den Arbeiter als fremdes Eigentum. Dann sagt er, ich hüpfe etwas hin und her von den Grundrissen zu den Theorien des Mehrwerts, jetzt bin ich wieder in Grundrissen. Was ursprünglich die Bedingung des Werdens erschien, erscheint jetzt als Resultat ihrer eigenen Verwirklichung. Das Werden hat sich verwirklicht im Existierenden und das erscheint nun als Resultat des Prozesses. Und dann sagt er auch in den Theorien des Mehrwerts, Kapital ist die Form, die Bedingungen der Arbeit angenommen haben. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das Kapital ist die Form, die Bedingungen der Arbeit angenommen haben. Die Bedingungen der Arbeit sind die Bedingungen, die vom Arbeiter getrennt worden sind. Subsistenzmittel und die Produktionsmittel. Also die Dissoziation, jetzt fange ich wieder Englisch an, muss ich von vorne fahren, die Trennung der Produktionsmittel und Subsistenzmittel vom Arbeiter, was wir als primitive Akkumulation verstehen, sagt Marx, nimmt die Form des Kapitals an. Das Kapital basiert, hat als Fundament die Trennung der Produktionsmittel von den Arbeitern. Das ursprüngliche Werden erschien, was ursprünglich als Bedingung des Werdens erschien, ist jetzt Bedingung und Resultat der Verwirklichung des Werdens. Um nochmal auf die Grundrisse zu kommen. Da kann man sagen, denke ich mir, dass das Kapital wirklich nur noch ein Name ist. Ein Name einer Gesellschaftlichkeit, Bedingung der menschlichen Reproduktion, des Stoffwechsels mit der Natur. Ein Name ist für eine Gesellschaftlichkeit, wo die ursprünglichen Produzenten, die assoziierten Produzenten, von den Bedingungen ihrer Mittel, ihrer Bedingung, ihrer Subsistenz getrennt sind. Und dass diese Trennung Kategorien erzeugt, die quasi übersinnliche Wirklichkeit annehmen und damit in der Übersinnlichkeit kapitalistischer Vergesellschaftung zugleich dann auch die Energie und die Dynamik, die ich vorher beschrieben hatte, Dynamik der Trennung, der Spaltung, der Zerrissenheit,
der konfliktreichen und der antagonistischen Gesellschaft konstituiert sind. So, das Kapital ist nur noch ein Name. Und wie das Kapital nur noch ein Name ist, dann ist das Kapital nicht mehr eine ökonomische Größe. Es ist Kapital nicht mehr ein Subjekt, wie es oft dargestellt wird. Das Kapital nicht mehr ein sich selbst konstituierendes Ding, sondern es ist ein Name für gesellschaftliche Wirklichkeit, ein Name für eine gewisse gesellschaftliche Weise der Reproduktion, des Metabolismus mit der Natur. Wie stellt sich kapitalistisch organisierte Reproduktion dar? Stellt sich dar als Trennung, als Verselbstständigung, als Verdopplung, als Spaltung, als Übersinnlichkeit, als Sinnlichkeit in der Übersinnlichkeit, als Konsumentensouveränität, als rational Handelnde in objektiver Irrationalität. Sie tun es, aber sie wissen es nicht. Und damit argumentiere ich also in diesem Beitrag, dass die dogmatische oder die orthodoxe Herangehensweise, die die Genesis der kapitalistischen Produktionsweise in die Geschichte hineindrückt und die existierenden Verhältnisse nicht mehr im Hinblick der Verwirklichung des Werdens, um auf das Grundriss der Welt zurückzukommen, analysiert, sondern trennt, dogmatisch trennt, zwischen Genese und dem Existenten. Und dass die Trenne zwischen Genese, Werden und der Verwirklichung des Werdens, des Existierenden, eben dem Dogmatismus Tür und Tor öffnet. Die alternative Herangehensweise, die ich vorschlage, ist eben die kapitalistische Gesellschaftlichkeit des Kapitals eben als Name für die eine Trennungsdynamik, für eine bestimmte Gesellschaftlichkeit zu sehen, die sich über die Genese der primitiven, der ursprünglichen Akkumulation und über die permanente Fundierung kapitalistischer Verhältnisse als Verhältnisse der Trennung der Produzenten von Produktionsmitteln perpetuiert und reproduziert. So, das ist die erste Sektion. Die identische Transformation der Voraussetzung in die Prämisse des Existierenden. In dem zweiten Kapitel des Beitrages, das ist also die Geheimgeschichte der primitiven Akkumulation. Und da brauche ich hier im Vortrag nicht allzu viel fortzuführen, weil es geht darum, eigentlich um die Schwierigkeiten, Begrifflichkeit, deutsche Begrifflichkeit ins Englische zu übersetzen. Im Englischen kann man ursprüngliche Akkumulation nicht sagen. Man sagt primitive Akkumulation, wie ich so oft selbst erwähnt habe. Und bei dem Wort primitive Akkumulation fällt ja gerade die Ursprünglichkeit weg. Ursprünglichkeit heißt ja, dass wie die Weser hier, was ich hier in die Nordsee fließt, der nie von ihrem Ursprung, wie es sozusagen loslassen kann. Der Ursprung fließt mit. Und im Englischen das Wort primitive Akkumulation hat diese Ursprünglichkeit, die mitfließt, nicht im Sinn. Und da unterscheidet man schon vom Vokabular her zwischen der primitiven Akkumulation und der progressiven Akkumulation, als wären es zwei ganz klar geschiedene Welten. Auf der einen Seite, wie ich schon darlegte, sind die Welten natürlich verschieden als historische Prozesse. Wie ich aber auch darlegte, ist die erste, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, der die Konstituierung kapitalistischer Wirklichkeit als Wirklichkeit der Trennung zwischen Arbeit und Kapital oder der Konstituierung des kapitalistischen Privateigentums. Der zweite Teil der Klarstellung in diesem Kapitel hat mit dem deutschen Wort der Aufhebung zu tun, das ins Englische überhaupt nicht übersetzt werden kann. Die Engländer verstehen kein Deutsch und Schwäbisch allemal nicht. Und Aufhebung ist ein Begriff, den sie einfach nicht übersetzen können.
Und bei dem Beitrag also geht es dann um den Begriff der Aufhebung und wie die Wesenhaftigkeit der Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln, wie diese Wesenshaftigkeit sich in den Kategorien, in den existenten Kategorien des Kapitals darstellt. Der dritte Abschnitt, da möchte ich etwas mehr darüber erzählen, da geht es um die Kritik der ökonomischen Kategorien und historische Voraussetzungen. Und da geht es um die Frage, wiederum, wie ich eben schon mal erwähnt hatte, dass die primitive Akkumulation nicht die kapitalistische Akkumulation erklärt, sondern die kapitalistische Akkumulation signifiziert oder gibt Bedeutung zur primitiven Akkumulation. Und dass sich das im Kapital eben dadurch darstellt, dass Marx Darstellung und Forschung voneinander trennt. Die historischen Bedingungen des ersten Kapitels oder die historischen Bedingungen des Kapitals werden bei Marx am Ende des ersten Bandes dargestellt. Und es geht ihm darum, die wesentlichen Verhältnisse des Kapitals oder der kapitalistischen Gesellschaft zu erklären. Und was ich in diesem Abschnitt versuche, ist zu erklären, wie sich, wenn man das Kapital über den Begriff der Trennung liest man es als Trennung, als Entwicklung der Kategorien der Trennung. Liest man es als Entwicklung der Kategorie der Übersinnlichkeit oder des sinnlichen Verhältnisses innerhalb der Übersinnlichkeit. Liest man es so, dass man die Trennungsdynamik, die ich eben beschrieben habe, quasi in jedem Augenblick nachvollziehen kann. Die Arbeiter sind getrennt von ihren Produktionsmitteln. Das Kapital ist die gesellschaftliche Form dieser Trennung. Als Form dieser Trennung hat das Kapital oder die kapitalistische Gesellschaft gewisse Dynamiken, die notwendig sind, die notwendig zum Begriff des Kapitals, als Name einer Gesellschaftlichkeit, wo die Produktionsmittel von den Produzenten getrennt sind. Und da kann man lesen bis zum Ende, wo Marx dann argumentiert, dass das kapitalistische Produktionsweise auf dem Privateigentum beruhe und dass die kapitalistische Produktionsweise in seiner eigenen Dynamik das Privateigentum des Arbeiters abschaffe. Das habe ich jetzt versucht überzusetzen, das Zitat, das hat nicht hingehauen. Ich fange das Zitat nochmal an. Da sagt Marx, die Trennung der Arbeit von den Produktionsmitteln ist in der kapitalistischen Produktion gegeben. Die kapitalistische Produktion selbst reproduziert diese Trennung zwischen der Arbeitskraft und den Mitteln der Arbeiter. Diese Dynamik, die er dann beschreibt, geht weiter. Er sagt, kapitalistische Akkumulation, sagt er, im ersten Band des Kapitals, repräsentiert nur einen kontinuierlichen Prozess dessen, was in der ursprünglichen Akkumulation als ein distinktiver Prozess sich darstellt. Also was in der ursprünglichen Akkumulation distinktiv war, ist jetzt der kontinuierliche Prozess, sagt er, der kapitalistischen Produktion. Und er entwickelt dieses Argument so weiter, bis es fast peinlich wird. Ganz zum Ende des Kapitals, wo er dann sagt, die Expropriateure werden expropriiert. Es wird dieser Zeit kommen, wo die Aneignung sich umschlägt, wo deren Eigentum abgeeignet worden ist, expropriiert worden ist, selber wieder expropriiert werden. Das ist eine Art Triumph am Ende des Kapitals. Jetzt sozusagen hat die kapitalistische Akkumulation als kontinuierlicher Prozess der Trennung seine Grenzen erreicht und jetzt als automatischer Prozess ist alles zu Ende. Das ist Peinlichkeit am Ende des Kapitals, die sich logisch aus der Entwicklung der Kategorien fast ergibt. Aber ich lese trotzdem nochmal vor, und diesmal lese ich vor meine eigene Sitzung aus dem Englischen vom dritten Band des Kapitals. Die Logik der Trennung, sagt er da, ist konstitutiv für das Kapital. Es beginnt mit der ursprünglichen Akkumulation. Er scheint als permanenter Prozess
in der Akkumulation und Konzentration des Kapitals und drückt sich letztendlich in der Zentralisierung der existierenden Kapitale in wenigen Händen aus. Und darin hat sich nun, jetzt sagt er, die Expropriation gewechselt. So, jetzt komme ich zum Schluss. Also Kapital als Trennungsbegriff. Als Begriff der falschen Gesellschaftlichkeit. Was ich gesagt habe, soweit ist, dass die Gewalt der kapitalistischen Genese in der ursprünglichen Akkumulation das formative Element scheinbar seiner zivilisierten Existenzweise. Als Existenzweise von Gleichheit, Freiheit und Instrumente rationaler Vernunft darstellt. Und diese formativen Elemente oder diese zivilisierten Formen haben Gewalt in sich. Das ist ihre geschichtliche Formation. Und diese Gewalt konstituiert sie auch. Oder wie Benjamin es sagte, Gewalt versteckt sich in diesen zivilisierten Formen. Sie ist in ihnen versteckt. Die Kraft der gesetzmachenden Gewalt versteckt sich in the rule of law. Oder Ordnung ist Bedingung des Gesetzes, nicht die Schlussfolgerung des Gesetzes. Was ich argumentiert habe oder wegen es wollte, ist, dass die primitive Akkumulation, die ursprüngliche Gewalt, in den zivilisierten Formen, wie es Benjamin sagt, der Gleichheit, der Freiheit und der instrumentellen Vernunft verstecken. Das ist ihre Geheimgeschichte. Und das Wertgesetz Was ich auch argumentiert habe, ist, dass die Kategorien, mit denen wir umgehen, wie Lohnarbeit und Kapital, eigentlich verrückte Kategorien sind. Lohnarbeit ist eine verrückte Kategorie der übersinnlichen Welt, der falsch konstituierten Welt, der getrennten Welt. Die Freisetzung des Arbeiters von den Produktionsmitteln ist eine doppelte Freiheit. Freiheit von den Produktionsmitteln und Freiheitlichkeit, einen Arbeitgeber zu finden. Doppelte Freiheit. Damit ist die Kategorie des Lohnarbeiters eine pervertierte, eine verrückte Kategorie. Sie setzt als rational handelnden Eigentümer an Arbeitskraft voraus, jemanden, der die Arbeit leistet, aber von den Mitteln der Arbeit getrennt ist. Sie setzt den Arbeiter voraus als jemand, der wie das Kapital auch sein Eigentum, sein Privateigentum geschützt hat, nämlich die Arbeitskraft. Er setzt den Arbeiter als jemanden voraus, der, wenn er sich auf dem Arbeitsmarkt die an Arbeitskraft verkauft, sich selbst nicht verkauft. Sich nicht in die Versklavung verkauft, sondern nur seine Arbeitskraft verkauft. Als wäre seine Arbeitskraft von der Person des Arbeiters getrennt und trennbar. Er setzt einen Begriff der Freiheit voraus und der Gleichheit voraus, als verrückte Kategorie, die wie jede andere bürgerliche Kategorie der Gleichheit und Freiheit eine der individuellen Freiheit ist, die über den Rechtsstaat geschützt werden kann. Und in dieser, die Marx es beschreibt, im Englischen am Ende des Austauschkapitels, Reich der Menschenrechte, existiert der Arbeiter als die verrückte Kategorie vom Menschenrecht geschützter Eigentümer von Arbeitskraft. Und damit ist dann der Arbeitskontrakt genau der Fokalpunkt der bürgerlichen Freiheit, des bürgerlichen Freiheitsbegriffs. Der Arbeitskontrakt fokussiert quasi das Verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit und Ausbeutung. Nachdem in der Sphäre der Bürgerrechte oder der Menschenrechte der Arbeiter als Freier und Gleicher
unter ökonomischem Sachzwang sicherlich, aber nicht unter personalen Zwang, nicht über Gewalt, freiheitlich den Arbeitsvertrag unterstreicht, folgt er dem Kapital in den Arbeitsprozess und geht durch das Tor, auf dem Stand steht, Eingang nur berechtigt für die, die Geschäftliches zu erledigen haben. Also, was ich erzählen wollte mit der primitiven Aggression und der Trennung, heißt auch halt eben, dass das den Arbeiter nicht nur als Personifizierung, wie Marx es nennt, oder in der Vorworten zum Kapital, einer ökonomischen Kategorie macht, sondern der Begriff der Arbeit selbst, Kapitalismus oder des Lohnarbeites oder der Arbeiterklasse, eine pervertierte Kategorie ist. Eine Kategorie der falschen Gesellschaft. Daraus folgt, von meiner Perspektive, dass wer sich für die Arbeiterklasse einsetzt, sich für die Arbeiterklasse einsetzen muss, nämlich sie hat ja genau das produziert, was von ihr weggenommen worden ist, aber dass man beim Einsatz für die Arbeiterklasse sich zugleich auch für jemanden einsetzt, der eigentlich eine pervertierte ökonomische Kategorie darstellt. Mit anderen Worten, der Begriff der Klasse ist dann positiver. Der Begriff der Klasse ist kein affirmativer. Der Begriff der Klasse kann nur eine negative Kategorie sein. Eine Kategorie, die es sogar zu negieren gilt und die es abzuschaffen. Begriff der Arbeiterklasse, von dem, was ich erzählt habe, Trennung und so weiter, ist kein positiver Begriff, sondern ein Begriff der falschen Gesellschaft. Der Begriff oder die Vorstellung der emanzipierten Gesellschaft ist ganz einfach. Man kann sich die Emanzipation leicht vorstellen. Schwer zu machen. Daran liegen die Schwierigkeiten. Wie kann man über falsche Gesellschaftlichkeit, dass die Negation als Bewegung des Kommunismus innerhalb der falschen Gesellschaft verstehen, wie Marx es sagte, man könne es in der deutschen Ideologie. In der falschen Gesellschaft ist alles falsch. Wenn es in der falschen Gesellschaft was Richtiges gäbe, dann wäre sie ja nicht ganz falsch. Dann könnte man sich ja mit ihr vereinbaren. Wenn der Arbeiter selbst eine pervertierte Kategorie ist, die Klasse nichts Positives ist, kein positiver Begriff, sondern ein negativer Begriff, wie kann man sich da Befreiung vorstellen? Wie kann die pervertierte oder die verrückte Kategorie gegen sich selbst rebellieren? Für die Freiheit. Und man muss, denke ich mir, wenn man über den Kommunismus, wenn man mich hier anfängt, reden möchte, feststellen, dass es zum ersten Mal darum gehen müsste, dass Trennung aufgehoben wird. Dass die Trennungsdynamik, die gespaltene Gesellschaft, die zerrissene Gesellschaft, aufgehoben wird, überkommen wird. Aber es gibt keinen goldenen Schlüssel. Es gibt keine Politik für die Arbeiterklasse. Es gibt sie nur als pervertierte Kategorie, als pervertierte Politik, als Politik der schon konstituierten Gesellschaft, der schon konstituierten Negativität. Und den Beitrag ende ich mit einem Zitat von Adorno. Er sagt, die Vollbeschäftigung, sagt er, macht Sinn in einer Gesellschaft, wo die Arbeit nicht mehr das Maß aller Dinge ist. Wo also Arbeit oder abstrakte Zeit nicht mehr das Tempo angeben, sondern wo Reichtum sich in der freien Zeit manifestiert.
in der frei verfügbaren Zeit. Vollbeschäftigung, sagt er, macht Sinn in einer Gesellschaftlichkeit, in der Lebenszeit nicht mehr als auf Arbeitszeit reduziert wird. Vollbeschäftigung, sagt er, macht Sinn in einer Gesellschaft, in der Lebenszeit, frei verfügbare Zeit, die Zeit des Lebens, die Zeit der Arbeit bestimmt und nicht umgekehrt. Dieser Gedanke Adornos, dass die Vollbeschäftigung Sinn macht in einer Gesellschaft, in der Arbeit nicht länger das Maß aller Dinge ist, ist ja in der heutigen Situation größerer Arbeitsflexibilität, wo es ja bei der Flexibilität der Arbeit darum geht, Atome von zusätzlicher Arbeitszeit quasi anzueignen für die Kapitalverwertung, schon fast wie eine revolutionäre Erklärung. Und die Trennung zu überkommen, denke ich mir, das Überkommen der Trennung zu denken, hat damit auch damit zu tun mit dem Begriff der Zeit. Die Zeit neu zu denken. Nicht nur im Sinne von Lebenszeit und Arbeitszeit, sondern auch im Sinne der assoziierten Produzenten, die Marx im Auge hat. Die Zeit der assoziierten Produzenten ist nicht die Zeit der kapitalistischen Arbeit. Die Zeit der Kommune ist nicht die Zeit des Arbeitsmarktes. Die Zeit der Selbstbestimmung ist nicht die Zeit des Konsumenten. Die Zeit der Freiheit ist nicht die Zeit der Arbeit. Und bei diesem Begriff der Zeit als etwas zu gewinnen, heißt es natürlich, dass die demokratische Organisation der gesellschaftlich notwendigen Arbeit bei den von den assoziierten Produzenten selbst die fundamentale Voraussetzung für die Überkommung der Trennung ist, die ich eben beschrieben habe. Also nicht die Nationalisierung der Produktionsmittel, sondern ihre Sozialisierung. Und damit die Demokratisierung der gesellschaftlichen Zeit als Zeit der assoziierten Produzenten. Oder um es anders auszudrücken, die Zeit der gesellschaftlichen Selbstorganisation ist eine andere, verglichen mit der Zeit als Zwangsverhältnis der gespaltenen, widersprüchlichen, verdoppelten und falschen Gesellschaft. Und das ist mal das Ende meines Vortrags.